Heute bin ich in Montfleur, das ist in der Normandie, und wir sind eigentlich ständig mit Calvados beschäftigt, aber hier ist auch der Ort, wo Monet war, wo Renoir war, wo die Impressionisten geboren worden sind, wo ich auch ein bisschen gemalen konnte heute. Ich zeige euch mal hier dieses wunderschöne Hafenpanorama. Das ist echt eine Wucht, so schön, und im Grunde genommen kann ich gar nicht aufhören zu malen. Das Wetter ist ein bisschen, naja, also man muss es nicht, es könnte schöner sein, aber man kann gut draußen sitzen und malen und zeichnen, also es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich frage mich manchmal auch, bei den Malreisen ist es natürlich so, dass wir auch manchmal nicht so gutes Wetter haben, aber ich sitze hier am Hafen, mich stört keiner und ich kann einfach vor mich hin malen. Ich habe ein tolles Bild gemalt, finde ich. Ich zeige euch das mal. Guck mal hier. Das ist erstmal die Skizze für, oder was heißt Skizze? Ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber ich habe mal wieder mein Weiß vergessen und muss es nachher im Atelier nachmalen. Und ihr seht im Hintergrund die vielen schönen Häuser mit sehr gedeckten Farben eigentlich. Dann gibt es die weißen Schiffe und ich denke, das ist auch das, was dem Bild noch fehlt, das Weiß. Und das werde ich nachher im Atelier nachmalen. Auf jeden Fall ist es ein wunderschöner Tag hier in Honfleur in der Normandie. Und ja, ein Gruß von hier. Bis bald. Tschüss.